Ein neues Video gibt es von uns, und zwar mit dem neuen Jeep Avenger. Und ich freue mich total, weil es ist ein cooles Elektroauto, das wir uns heute gemeinsam anschauen werden, in dem richtig schönen Miami Blue. So heißt die Farbe natürlich nicht, kommen wir nachher noch zu. Wir werden es euch schön im Exterieur zeigen, im Interieur, Assistenz, alles was dazugehört natürlich. Das Auto aus Hensel, haben wir ja schon ein paar Jeeps euch vorgestellt, hat uns gefragt, hey, wir haben ihn da. Haben auch schon viele verkauft, wollte nicht mal testen und ja, haben wir uns nicht Nein sagen hören, denn, wie ich finde, ein wirklich interessantes Auto. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Black Forest Drive hier aus dem Schwarzwald mit dem Jeep Avenger. Wenn ihr keine Videos mehr von uns verpassen wollt, dürft ihr uns gerne abonnieren, das freut uns natürlich. Und dadurch wachsen wir aber auch und können euch somit immer mehr Fahrzeuge zeigen. Wie zum Beispiel auch den neuen Jeep Avenger, der derzeit bei glatten 37.000 Euro startet. Dann startet in der Ausstellungslinie Avenger, wer hätte es gedacht. Darüber liegt Longitude, darüber liegt Altitude, die haben wir hier heute. Und die höchste Ausstellungslinie bringt Summit mit. Ja, da ist dann eigentlich alles schon mit dabei. Und je höher ihr da geht, desto mehr Ausstellungsvolumen ist natürlich schon in eurem Jeep Avenger drin. Wir fangen aber natürlich wie immer hier an der Front an. Ein paar Designlinien sind auch in der Haube. Hier steht schön Jeep. Wir haben den klassischen Jeep Kühlergrill, trotz dass wir hier eine elektrische Variante haben. Gefällt mir richtig gut. Sieht auch modern aus. Hier noch so ein blaues E. Zu den Scheinwerfern werden wir gleich noch ein paar Worte verlieren. Dann haben wir hier auch noch ein paar Lufteinlässe. Unterfahrschutz aus Alu kommt ab der zweiten Ausstellungslinie mit dazu. Und hier haben wir nochmal so einen typischen Jeep-Kühlergrill von früher, der da halt einfach auch nochmal zeigt, jawohl, ich fahre hier einen Jeep. Und auch der hier ist wieder Offroad approved. Das heißt, auch mit dem könnt ihr natürlich so ein bisschen ins Gelände fahren. Ist nicht so krass wie mit einem Wrangler, aber möglich ist es. Zu den Scheinwerfern. Voll-LED ist tatsächlich schon serienmäßig, allerdings ein Reflektorscheinwerfer. Ab Summit, also der höchsten Ausstellungslinie, ist dann dieser Scheinwerfer hier serienmäßig. Ansonsten muss man halt dazu buchen. Und das ist dann auch ein Voll-LED-Scheinwerfer, aber mit Linsen, also Linsen-LED. Das heißt, die Ausleuchtung ist einfach nochmal besser und sauberer. Und es sieht auch nochmal ein bisschen schicker aus, abgedunkelter. Und man hat auch hinten dann Voll-LED-Rückleuchten. Also das lohnt sich tatsächlich. Und Matrixform gibt es nicht, also keine adaptive Form, aber halt wie gesagt volle LED-Serien vom Reflektor dann auf die Linse, wenn man dann diesen Scheinwerfer hier dazu bucht, den wir heute mit dabei haben. Nebelscheinwerfer haben wir auch noch und jetzt gehen wir nochmal nach oben. Und jetzt bin ich wirklich gespannt. Schreibt mal gerne drunter, Preis jetzt mal noch ausgeklammert, das besprechen wir ja im Fazit, was ihr zum Jeep Avenger sagt. Ja, dann stehen wir hier an dem Seitenprofil des Jeep Avenger und dann haben wir hier tatsächlich auch so Umrandungen bei den Rathäusern mit so Kunststoff und auch natürlich unten hier nochmal, wo dann auch nochmal Jeep steht, damit das einfach so ein bisschen ins SUV-Segment auch gesetzt wird und man erkennt, aha, Jeep. Avenger steht hier, schwarze Spiegelkappen. Da sind wir auch schon so leicht beim Thema Farben. Es gibt nämlich 7 Farben für euren Avenger. 5 davon sind auch zweifarbig bestellbar, das heißt einfach mit einem schwarzen Dach. Würde ich empfehlen, sieht nicht schlecht aus, kann ich einfach mal sagen. Unsere Farbe heißt Lake Blue. Ja. Das ist ein passender Name und ist auch im Konfigurator nochmal anders, als es jetzt hier in echt ist. Also ihr könnt es mal gerne vergleichen. Hier wirkt es doch nochmal dominanter, heller. Aber ist wirklich schön. Ist halt immer die Frage, wie lange kann man es sehen. Ich empfehle da tatsächlich Sun Yellow. Das ist die Farbe, mit der man kommuniziert bei Jeep. Da wurde auch vorgestellt. Zeige ich euch gerade mal noch ein Bild. Sieht mega geil aus, gerade in der Kombination mit dem schwarzen Dach. Und im Innenraum sage ich euch dann auch noch, warum es sich doppelt lohnt, Sun Yellow zu nehmen. Zumindest, wenn man die Ausstellungslinie Summit nimmt. Bei den Felgen geht es bei 16 Zoll Stahl los, bis 18 Zoll insgesamt gibt es beim Avenger. Bei unserer Ausstellungslinie wären 17 Zoll Serie, aber optional haben wir jetzt hier eben auch die 18 Zoll Felgen drauf. Und die würde ich auch tatsächlich bei meinem drauf machen. Das steht dem Auto gut und ist ein guter Mix zwischen Optik und aber auch noch Offroad-Tauglichkeit bzw. einfach auch ja, noch ein bisschen Restgummi. Und auch in dieser Felge haben wir nochmal diesen typischen Jeep-Grill drin. Also einfach so Details, die natürlich am Ende nichts bringen, aber einfach nochmal diese Liebe zu Jeep aufwerten.
4,08 Meter ist er lang, 2,56 Meter ist der Radstand lang, 1,53 Meter ist er hoch und 1,80 ist er breit. Also ihr seht schon an den Abmaßen, der ist gar nicht so groß. Also auch wo er vorgestellt worden ist auf den Bildern, dachte ich auch, aha, okay, interessant. Ich habe ihn so ein bisschen in Richtung Renegade eingeschätzt von der Größe, ist aber natürlich kleiner. Ist auch eine neuere Plattform jetzt, hat also deswegen auch einen anderen Akku drin als zum Beispiel der Citroën C4, den wir euch zum Beispiel gezeigt haben als Elektro und andere bekannte Stellantis-Modelle, kommen aber natürlich gleich zu. Von dem her, kompakt SUV, sehr interessant und gerade auch vorher nochmal mit dem Herr Hensler gesprochen, auch interessant, hätte ich auch nicht gedacht. Tatsächlich haben den auch schon viele gekauft, obwohl sie ihn noch nicht mal gesehen haben. Also da ist das Vertrauen groß und ich bin mal gespannt, echt, was ihr dazu schreibt, was ihr über den denkt und ob es auch von der Größe ausreichend wäre für euch oder ob ihr ihn euch größer gewünscht hättet oder sogar kleiner. Schreibt es mal gerne drunter. Natürlich noch ein paar Offroad-Spezifikationen, nicht wahr? Der Böschungswinkel beträgt nämlich 20 Grad hier vorne und 32 Grad hinten. Der Rampenwinkel beträgt auch 20 Grad und die Bodenfreiheit 200 mm. Das heißt, klar, der Wrangler kann mehr, aber ihr könnt auch mit eurem elektrischen Jeep zeigen, dass ihr immer noch einen Jeep fahrt und könnt durch den Wald pesen und könnt auch mal so ein bisschen über unwegsames Gelände. Also da habe ich euch die Daten deswegen genannt. So, dann sind wir hier am Heck angekommen. Wir haben hier einen Spoiler. Auch hier natürlich dann die abgedunkelten Scheiben, wie auch an der Seite. Jeep-Schriftzug. Wir haben hier irgendwo die Rückfahrkammer, die ist außen stehen, nur damit ihr das wisst. Rückleuchten sind jetzt in unserem Fall, weil wir vorne die Linsen-LEDs haben, auch komplett in LED. Ansonsten wäre nur hier oben so ein Leuchtbalken. Jetzt haben wir hier eben dieses, ja, ich sage jetzt einfach mal, noch hübschere und modernere Design. Und ist auch so ein bisschen dreidimensional, sind auch die Blinker. Sieht cool aus, muss ich einfach sagen. Allein deswegen lohnt es sich schon. Blau ist eh okay. Und dann hier unten nochmal so ein bisschen Hartkunststoff und hier auch nochmal dieses Alu, das wir von vorne kennen. Also da greift sich das dann auf. Mit einem Ausstattungspaket ist dann auch eine elektrische Heckklappe mit dabei. Und die könnt ihr über den Schlüssel oder einfach über diese Taste hier öffnen. Und jetzt kommen wir zu einem europäischen Problem. Und zwar haben wir hier 355 Liter, so wie ihr es jetzt hier seht. Und dann kann man die Bänke auch noch umklappen, da habe ich kein Kofferraumvolumen für euch. Wisst ihr warum? Weil das die Amerikaner und alle anderen gar nicht so interessiert. Die Europäer oder beziehungsweise auch gerade wir Deutschen, wir sagen das aber, wir wollen das wissen. Tja, Freunde, ich kann es euch nicht sagen. Was ich euch sagen kann, ist, dass wir hier einen doppelten Boden haben und hier drunter kann ich auch nochmal öffnen. Und da kann man auch nochmal ein bisschen Krust reinlegen, ein paar Sachen gehen da noch rein. Und von dem her ist das eigentlich ausreichend. Es liegt da noch ein Ladekabel für dieses oder für diese Größe an Fahrzeug. Denke ich, passt das vom Kofferraumvolumen auch aus. Und wie gesagt, zur Not könnte man umklappen. Wir haben eine Taste, um dann den Kofferraum auch wieder zu schließen. Relativ nervtötendes Geräusch, aber jetzt ist er zu. Anhängelast, das ist auch noch ein Thema, das euch sicherlich interessiert. Für den elektrischen Avenger gibt es keine Anhängerkupplung. Und jetzt werdet ihr sagen, warum betont er das so mit dem elektrischen? Für andere Länder, wie zum Beispiel auch Italien, wo die Ladeinfrastruktur noch nicht so hoch ist, da gibt es tatsächlich auch Benziner. Ja, und Verbrenner des Avengers. Dort gibt es zwar eine Anhängerkupplung, aber auch nur mit einer geringen Stützlast. Also für Fahrräder halt dann. E-Bikes wird auch schon knapp. Nur damit ihr es halt mal gewusst oder gehört habt. Mit ein bisschen Glück können wir euch mit dem Autohaus Hensel noch den Avenger als Verbrenner vorstellen. Wenn euch das interessiert, schreibt es gerne mal drunter. Sprechen wir über die Motorisierung, die es gibt. Und ich betone tatsächlich Motorisierung, denn aktuell gibt es nur die eine. Mit 115 kW, sprich 156 PS. 9 Sekunden auf 100 und bei 150 ist dann Schluss. Front angetrieben. So, jetzt werden schon einige abgeschaltet haben und sagen, so, hier bin ich raus, kein Allrad, ich fahre doch einen Jeep. Kommt. Ja? Allerdings, glaube ich, wird es Herbst. So um den Dreh rum, wir werden es mal schauen müssen, aber es ist auf jeden Fall in Planung, dass der Avenger auch Allrad bekommt. Ob das dann die gleiche Motorisierung wird, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall für diejenigen, die den cool finden und sagen, naja, aber ich möchte schon einen Allrad-Jeep abwarten, kommt. Der kombinierte Normverbrauch liegt bei 15,7 Kilowattstunden und insgesamt haben wir eine 54 Kilowattstunden große Batterie. Und das ist der Punkt. Wie weit wir kommen, kommen wir natürlich auch gleich zu. Jetzt können wir hier DC und AC laden. AC 11 kW, da hat sich nichts geändert. Klar wäre jetzt natürlich ein 22 kW Lader gar nicht schlecht gewesen für diese kompakte Größe, die man auch in der Stadt häufig nutzen möchte. 11 kW dauert 5 Stunden 34, dann ist aber auch wirklich von 0 auf 100 komplett vollgeladen. DC 100 kW, ja, und da ist es dann in 24 Minuten von 20 auf 80%. Und von dem her ist das also auch
okay für die lange Strecke. Wie weit wir kommen, erzählen wir ja gleich. Und kann das eben auch dafür nutzen. Für die Städtler ist natürlich so ein bisschen, ja, die hatten natürlich gehofft, dass jetzt ein 22 kW Lader kommt. Ist noch nicht so. Ob das mal noch kommt, ist natürlich fraglich. Wie weit ihr kommt, hängt so ein bisschen auch von der Ausstattungslinie ab. Ja. Der Grundbasis Avenger, der kommt 460 bis 578 Kilometer weit. Die Longitude-Variante 396 bis 574 Kilometer, unsere Variante 390 bis 553 und der Summit 394 bis 569 Kilometer. Also so pipapo 400 bis 570, die letzte höhere Zahl natürlich immer, wenn man innerstädtisch fährt. Nehmen wir also mal die 400 Kilometer, die er schaffen soll. Wir haben jetzt aktuell 20 Grad, das ist so circa eine perfekte Elektrowagentemperatur. Und ich muss sagen, so anhand der Kilowattstunden, die ich jetzt verbraucht habe und Batterie, muss ich sagen, kommt das relativ gut hin. Also da wären wir jetzt 350 Kilometer auf jeden Fall gekommen. Und wenn ich es rausgetrieben hätte und ein bisschen sparsam gefahren wäre, ja, und vielleicht auch ein bisschen vorausschauender, dann würde man vielleicht sogar die 400 oder mehr schaffen. Im Winter sieht es natürlich immer wieder anders aus. Ich schätze mal, im Winter schafft ihr nicht mehr wie 300 und im Hochsommer, je nachdem wie viel Verbrauch ihr anhabt, wahrscheinlich auch nicht. Die Frage ist aber auch das Einsatzgebiet. Ich denke, er wird öfters in der Stadt eher benutzt und da passt es dann schon. Man kann über Nacht halt auch einfach zu Hause wieder laden. Aber wir kommunizieren immer, gerade bei den Elektroautos finde ich es derzeit wirklich spannend. Reicht euch das oder sagt ihr, naja, muss ich mir nochmal überlegen. Ihr seht den Schlüssel, wir gehen also rein. Hier steht Jeep und auf der anderen Seite steht nichts, sondern öffnen, verriegeln und dann die Kofferraumtaste. So, ich bräuchte aber den Schlüssel natürlich gar nicht, denn wir haben Keyless Go. Aus mehreren Gründen haben wir Keyless Go. Einmal kann ich hier dran drücken und die Zündung ist natürlich jetzt noch an. Haben wir gut vorbereitet. Wo ist der Startknopf? Hier. So, jetzt ist das Auto auch aus. Wie gesagt, ich könnte jetzt hier dran drücken, würden die Spiegel einklappen und dann wird das Fahrzeug verriegelt. Hier hinten haben wir es theoretisch nicht, sieht man ja auch schon am Türgriff. Aber jetzt laufe ich einfach mal weg. Und dann werdet ihr sehen, zack, dann schließt das Auto trotzdem ab. Und es öffnet auch wieder, wenn ich hinlaufe. Ja. Und das ist halt geil, weil dann macht es diesen Türgriff eigentlich auch. Also dann ist es egal, dass wir hinten theoretisch kein Keyless Go haben, weil ich kann jetzt trotzdem öffnen und hinten was reinlegen, ja? Und einfach wieder weglaufen. Also theoretisch kann man sagen, wir haben hinten und vorne Keyless Go, weil ich kann dann, wenn ich hinlaufe, einfach reingreifen. Aber wenn man jetzt wirklich hier haptisch was machen will, dann natürlich nur vorne. Aber ihr habt es jetzt gesehen, hinten und vorne, das funktioniert. Ich steige jetzt ein und zeige euch den Innenraum. So, dann begrüßen wir euch auch hier im Vor. Wir haben jetzt hier einen Stoffsitz, ist gelb, aber auch Leder optional. Und der Sitz ist manuell einstellbar. Wir haben auch nochmal einen Jeep integriert, also diesen Schriftzug. Und ist natürlich jetzt hier eben dieser Stoff-Kunstleder-Mix. Ist ein bequemer Sitz, muss man einfach tatsächlich sagen. Zur Tür, das ist halt, ich meine, Jeep-typisch ist es immer so ein bisschen robust, ja, damit man es auch abwaschen kann, wenn man im Gelände war und so weiter. Aber das ist schon sehr robust. Ja. Also zumindest hier diesen Teil hätte man auch weich machen können, damit da der Arm schön aufliegt. Gut, hier ist es weich, das muss man sagen. Da kann der Arm angenehm liegen. Aber ansonsten hier oben hätte ich es mir tatsächlich noch gewünscht. Von der Fläche, wo man hier was reinlegen kann, 0,5 geht gerade noch so, kommt aber auch auf die Höhe der Flasche an. Ansonsten wird es knapp. Und dann kann man hier die Spiegel elektrisch einstellen und halt hoch und runter fahren. Genau, den Rest zeige ich euch im Interieur. Habt es kurz überlegt, ob es Sinn macht, wenn ich noch draußen bleibe. Macht keinen Sinn. Dann das Dashboard. Ist wie gesagt auch hart. Es gibt kein Head-Up-Display aktuell. Das ist auch hart. Zu dem Teil, das ist wirklich ein cooles Element. Das ist bei allen Silber. Hier steht auch Avenger. Außer beim Summit, da ist es gelb. Und das ist jetzt eben der Vorteil, wenn ihr dann eben das Gelb draußen genommen habt und nehmt den Summit, dann habt ihr auch hier gelb und dann passt es richtig gut zusammen. Lüftungsdüsen, paar Tasten, hier auch nochmal großes Ablagefach, Ablagemöglichkeit. Und da passt also auch nochmal gut was rein. Handschuhfach haben wir natürlich trotzdem. Auch hier nochmal die Klimazone, wo man hier dann einstellen kann. Drunter haben wir dann die Tasten, um den Gang zu wählen tatsächlich. Auch in B kommen wir nachher noch zu. Hier ist noch so ein Ablagefach, das ist magnetisch, ja.
Kann man aber auch einfach aufklappen oder ganz entfernen. Und wenn ich es jetzt mal aufklappe, seht ihr, dass da unten dann noch das induktive Ladefach ist, 12 Volt Anschluss und auch nochmal Ablagefächer. Also hier gibt es schon genügend Ladeflächen. Ja, für die Größe sowieso. Drive Modes kann man hier einstellen. Hier nochmal eine Armauflage mit Cupholdern und das kann man auch nochmal von der Länge variieren. Also das ist schon mal gar nicht so schlecht. Ich mache mal kurz die Zündung an, damit ihr natürlich auch mal das Lenkrad noch seht. Das ist sehr, sehr schön, finde ich wirklich. Moderner noch mal ein bisschen gezeichnet. Hier drei Speichendesign, hier kann man die Assistenz einstellen. Hier natürlich noch mal so ein bisschen die Medien. Und dann dürft ihr einmal noch das digitale Cockpit anschauen, das wir hier zur Verfügung haben. Und das kann man sich frei konfigurieren. Also das ist jetzt so die Anzeige, wo man halt gut sieht, wie die Batterie gerade arbeitet, wie das Fahrzeug gerade fährt. Wenn man aber möchte, kann man da zum Beispiel auch die Navigation sehen. Ja, ich kann euch das mal kurz zeigen. Das kann ich nämlich vom Hauptdisplay steuern. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann habt ihr da die Navigationskarte. Also da gibt es einiges, was ihr da einstellen könnt mit den verschiedenen Widgets. Da findet, denke ich, jeder was. Was man immer sieht, ist so ein bisschen die Kilometer, Reichweite und Füllstand der Batterie. Ja. Schalte ich natürlich die Klima so ein bisschen zurück, weil die arbeitet jetzt doch sehr stark. Hört ihr. Von dem her passt das so von der Individualisierung her und ist auch gestochen scharf. Ich sehe alle Informationen wie auch digitale Geschwindigkeitsanzeige und auch Verkehrszeichenassistent. Dann zeigen wir euch einmal das Infotainment-System hier vom Avenger und dazu lässt gesagt Apple CarPlay, Wireless und Android ist alles möglich. Und dann sind wir jetzt hier im Home-Menü und das kann man sich auch frei konfigurieren. Das heißt, ich könnte jetzt auch die vier Tasten nochmal wegmachen, könnte hier die Navigation hinmachen oder könnte das wegmachen, die vier Tasten darüber schieben und dann hier die Navigation hin. Also das ist wirklich frei nutzbar. Ich kann euch jetzt mal noch eine zweite Seite zeigen. Da haben wir hier eben die Navigation, damit ihr die auch mal von der Darstellung seht. Kann dann auch hier mit einem Klick die dann größer machen, wenn er meinen Finger auch erkannt hat, jetzt. Und dann können wir auch einmal zeigen, wie flüssig es läuft. Ich finde das wirklich nicht schlecht. Oh, hoppla. Also da gibt es wirklich Systeme, die da wirklich langsamer laufen. Das läuft recht flüssig mit. Von dem her ist es auch schon mal nicht schlecht. Home-Menü sucht man vielleicht erst vergebens, ist dann die Taste hier drunter und dann kann man eben in die verschiedenen Menüpunkte reinkommen. Es ist ein sehr einfaches System, man findet sich sehr schnell zurecht. Es ist ein bisschen komplexer als vielleicht das ein oder andere, aber nochmal einfacher aufgebaut, wie es zum Beispiel vom Stellantis Bruder Peugeot. Von dem her, wenn man sich ein bisschen reinfuchst, findet man hier seine Einstellungen, wie zum Beispiel auch die Fahrassistenzsysteme. Dann noch das letzte Thema, Platz. Ich habe den Sitz auf die tiefste Einstellung, bin ca. 1,85 und wie ihr seht, ist hier noch wirklich genügend Platz, also fast noch eine ganze Faust. Ihr könntet also locker 1,90 oder vielleicht sogar 2 Meter sein, also vom Platz und vom Raumgefühl wirklich in Ordnung. Ich habe auch hier überall genug Platz, das ist hier gar nicht das Thema. Schauen wir uns auch gleich an, wie es hinten ist. Eine Sache haben wir aber vergessen, unbedingt möchte ich es euch zeigen. Wenn der Dennis es nicht vergisst, zeige ich euch noch nachts ein Bild. Hier, wo ihr es jetzt seht, das hier, das ist die Ambientebeleuchtung. Das sieht cool aus, ist jetzt nicht extrem viel, aber es sieht cool aus, habe ich auf meiner Seite natürlich auch nochmal. Und wie gesagt, wenn der Dennis nicht vergisst, zeige ich euch dann nochmal eine Einblendung oder ein Bild von nachts. Wenn ihr nichts jetzt seht von nachts, dann habe ich es vergessen. Ja, dann sitzen wir hier hinten im Vor und da merkt man natürlich schon so ein bisschen die Größe des Fahrzeugs. Der Einstieg ist für größere Personen wie mich jetzt auch nicht ganz so einfach, geht aber noch. Material ist natürlich gleich hart überall. Ja, wir haben hier alles wirklich aus robustem Material, wenn man es mal cheap löblich ausdrücken möchte. An der Rückseite der Sitze haben wir aber Taschen, wo man etwas reinlegen kann. Wir haben auch hier nochmal einen USB-C-Anschluss, wo man tatsächlich sein Smartphone laden kann. Isofix an den äußeren Sitzplätzen gibt es auch. Und wir haben auch hier natürlich diesen Stoff-Teil-Leder-Mix. Was wir nicht haben, ist eine Durchreiche. Das gibt es nicht. Und auch keine Armauflage. Zumindest... gibt es nicht. Aber vom Platz her, das ist ja viel wichtiger. Ich bin jetzt ca. 1,85, sitze auf mich eingestellt, habe hier sogar noch ein bisschen Platz. Auch zur Seite muss ich sagen, ist es noch in Ordnung. Nach oben stoße ich auch nicht an. Auch das passt allerdings nach hinten. Also diese Kopfstütze, ich habe jetzt keinen Weg gefunden, wie ich sie noch größer machen kann. Und dann ist sie locker. Also das ist tatsächlich die maximale Konfiguration und dann ist es halt ja nicht ganz so bequem, weil mir das auch so ein bisschen in den Rücken ragt. Aber ansonsten würde es vom Platz her tatsächlich sogar gehen und ein Panoramadach können wir ja keins bestellen. Von dem her reicht aus und ihr könntet sogar noch ein bisschen größer sein. Jetzt gehen wir wieder nach vorne und fahren ihn endlich.
Dann begrüßen wir euch ganz herzlich zum Fahreindruck und wir gehen natürlich erstmal in den Rückwärtsgang, um euch die Rückfahrkamera zu zeigen. Wir haben auch so eine Vogelperspektive, die wir natürlich schon kennen, wie zum Beispiel von Opel und so weiter. Die ist hier und die baut sich erst auf. Also ihr seht jetzt schon, die bauen sich dann mit dem Material von hinten auf. Und dann sehe ich das quasi auch hier. Und das ist die Darstellung, ist in Ordnung. Die Linien lenken auch mit. Am Tag reicht es völlig aus. In der Nacht könnte es noch mal ein bisschen besser sein. Ja? Aber ja, wie gesagt, zum Rangieren und so weiter und geparkte Autos, Garagentore und so weiter, sieht man alles in der Nacht. Ich wundere mich ein bisschen. Hier ganz moderner Jeep und bekommt im Prinzip noch ein bisschen die ältere Technik bei der Rückfahrkamera. Haben wir ja jetzt bei Opel und so weiter schon kennengelernt, dass da schon neuere Technik gibt. Also so ein 360-Grad-Format, dann hat er wirklich auch vorne eine Kamera. Gut, muss am Ende auch noch den Preis bedenken. Jetzt haben wir die halt, nur damit ihr es halt auch gesehen und gehört habt. Was ich hervorheben möchte, ist, während wir jetzt hier noch normal fahren, ist das Fahrwerk tatsächlich. Also Unebenheiten kriegen wir schon noch so mit, dass wir auch natürlich so ein bisschen, falls man im Gelände ist, einfach merkt und spürt, wo man ist, ja, was man ja auch bei einem Jeep muss. Aber so grundlegend, wenn ich jetzt einfach so auf der Straße hier fahre, ist es wirklich ein komfortables Fahrwerk. Also ich schwebe quasi so ein bisschen drüber. Klar, so härtere Unebenheiten wie so einen abgesetzten Gullideckel, die spüre ich natürlich schon. Aber ansonsten ist es schon wirklich komfortabel. Auch Windgeräusche, Abrollgeräusche halten sich alle im Rahmen. Wir fahren jetzt 100 und es ist relativ leise hier im Innenraum. Ja? Also verhältnismäßig für die Klasse sowieso. Wo wir dann es mal merken, also wenn man so richtig 100, 130, 140 unterwegs ist, also nahe der Höchstgeschwindigkeit, da nehmen dann der Geräuschpegel, der nimmt dann da einfach auch zu. Aber so im alltäglichen Bereich ist es schon wirklich angenehm und einfach auch leise beim Fahren. Ja, dann noch ein paar Punkte zu der Rundumsicht. Vorne rum, klar, keine Frage, sehen wir gut raus. Nach hinten auch in Ordnung, allerdings haben wir schon eine breite C-Säule. Da versteckt sich dann schon mal auch ein toter Winkel. Aber wir haben ja die Rückfahrkamera, wir haben die Spiegel, um eben so etwas auch dann auszumerzen. Von dem her, ich hatte jetzt keine Probleme, er ist auch relativ kompakt. Also für die Stadt passt es. Und zumindest in meiner Zeit, wo wir ihn jetzt hatten, ist da nichts größer vorgefallen. Aber ihr habt ja jetzt einmal die Rundumsicht gesehen. Wir werden es hier gleich noch mal ein bisschen rekuperieren. Wir sind ja jetzt im B. Das ist aber kein One-Pedal-Drive, sondern da rekuperieren wir halt einfach stärker. Ja, wie im D. Im D rekuperieren wir faktisch nicht. Hier rekuperieren wir ein bisschen stärker, aber auch so ein bisschen smooth. 70, 67, 65, 62. Also es ist zu keiner Zeit One-Pedal-Drive, nur damit ihr das wisst. Aber natürlich kann man trotzdem so ein bisschen Energie zurückgewinnen, gerade wenn man, sage ich jetzt mal, ein bisschen vorausschauend fährt und weiß, aha, da vorne kommt jetzt eh eine Kreuzung, dann gehe ich schon mal vom Gas. Da kann man schon noch mal ein bisschen Energie zurückgewinnen. Dann werden wir auch einmal natürlich zusammen Gas geben, um einfach mal auch ein bisschen die Power zu spüren. Reicht völlig aus für dieses Gewicht. Ja. Die 50 stehen, 70 stehen, 90 und 100. Es ist jetzt nicht dieser klassische Punch, den ich da erwarte, ja? Im Normalmodus. Wir gehen ja auch gleich noch in den Sport. Aber trotzdem ist es noch ausreichend. Wo wir eher den Punch auch im Normalmodus spüren, ist, wenn ich jetzt so von 80 zum Beispiel nochmal Gas gebe, ja? Zack, dann kommt eher dieser kleine Punch. Ja, das war der Normalmodus. Wir haben natürlich verschiedene Fahrmodi zur Verfügung. Ich werde die euch einmal zeigen. Wir haben dann noch Eco. Wir haben Sand, Schlamm und Schnee. Ja? Für die Offroad Geschichten. Und dann haben wir natürlich auch einmal noch Sport. Sport merke ich sofort an der Kennlinie. Ich merke schon am Gas, ja, er lässt wesentlich mehr zu bei der gleichen Pedalstellung und er ist auch viel aggressiver gestimmt. Und da würde man tatsächlich dann denken, dass wir mehr wie die 156 PS haben. Also hier geht es jetzt leicht bergauf sogar und ich werde jetzt hier einfach mal kurz Gas geben. Zack. Es ist immer noch nicht riesig, ja, aber für 156 PS, wir sind ja in einer verwöhnten Elektrozeit, wo wir mit 400, 500 PS überall immer rumrechnen. Und für 156 PS für so ein Auto ist das schon echt genügend. Von dem her, Motor passt. Also ich würde jetzt auch, wenn die Allrad-Variante kommt, würde ich jetzt nicht unbedingt viel mehr wollen. Sein, man sagt jetzt, okay, es gibt dann zwei Varianten. Dass man noch sagt 156 mit Allrad, aber halt auch vielleicht eine über 200 PS Variante für diejenigen, die halt auch noch ein bisschen Spaß haben wollen. Aber mir hat das jetzt so ausgereicht, ich bin jetzt auch wieder im Normalmodus, im Eco reduziert er mir schon sehr viel Leistung und möchte da halt einfach sehr ökonomisch fahren.
Wir haben den adaptiven Tempomaten eingestellt auf 115. Dann kommt auch ein Lenkassistent mit, der jetzt hier gemeckert hat, weil ich natürlich meine Hände länger Zeit weg hatte. Der natürlich dann auch den Abstand, den man eingewählt hat, einstellt. Und ihr seht, jetzt lenkt er hier auch mit. Er lenkt nicht mittig mit, aber er verhindert, dass wir von der Fahrbahn wegkommen. Also wenn die Kurve zu stark ist, wie jetzt diese, steigt er aus. Wenn es jetzt auf einer Landstraße ganz normal ist oder jetzt auch hier diese Kurve, die würde er jetzt auf jeden Fall nehmen. Das seht ihr ja hier. Ja. Das heißt, wir haben keinen mittigen Spurhalteassistent, aber in Verbindung mit den adaptiven Tempomaten funktioniert das auch. Ja, ansonsten haben wir natürlich noch einen Verkehrszeichenassistent, der hat zu jeder Zeit eigentlich gut funktioniert, ja. Und ansonsten erzähle ich noch kurz was zum Licht. Wir haben jetzt das Linsen-LED-Licht und das ist schon eine gute Ausbeutung nachts. Ich habe weit gesehen, auch mit dem Fernlicht zusammen war das dann wirklich ausreichend. Und die Assistenz, die wir jetzt hier mit an Bord haben bei unserer Ausstattung, die ist ausreichend und die funktioniert auch zuverlässig, ja. Das Einzige, was ich mir tatsächlich wünschen würde, ist ein aktiver Lenkassistent, der quasi wirklich mittig mitlenkt. Aber ansonsten ist hier auf die Assistent Verlass. So, das war unser Video über den niegelnagelneuen Jeep Avenger an diesem fantastischen Blick. Und es soll ja tatsächlich jetzt dieses Wochenende auch schön werden bei uns, ne? Und auch mal wieder der Sommer kommen. Aber es geht ums Auto. Der Jeep Avenger, ihr seht, wir sind jetzt auch noch mal ein bisschen gefahren. Ist ein gutes Elektroauto. Es gibt natürlich noch ein, zwei Dinge, die der ein oder andere vermisst hätte. Der eine hätte vielleicht noch gerne ein Head-Up-Display gehabt, der ein oder andere vielleicht ein Panoramadach und der andere hätte vielleicht einen 22 kW Lader gehabt. Das sind die drei größten Dinge, die er halt eben nicht mitbringt. Und ansonsten ist er aber modern aufgestellt. Das Infotainment ist nicht mehr ganz so kompliziert wie bei Peugeot zum Beispiel, ist modern gehalten. Wir haben, wie ich finde, genügend Platz. Von der Größe her auf jeden Fall. Hinten war das halt mit der Kopfstütze ein Problem. Ansonsten für diese kompakte Größe gut Platz. LED sieht auch, wenn man die Linsenversion hat, sehr gut aus. Auch gerade hinten die Rückleuchte. Matrix wäre natürlich noch so ein Punkt gewesen. Aber ich finde es cool, wie sie alle ihre wichtigen Jeep-Merkmale auch in das Elektroauto integriert haben, obwohl man es ja nicht gebraucht hätte. Und auch diese kleinen Kühlergrill, die man überall findet mit dem Marienkäfer. Auch hier ist noch ein Marienkäfer mit drauf. Also es ist schon wirklich ein schickes, man sagt ja heutzutage, Lifestyle-SUV, das halt eben auch gut in die Stadt passt. Es gibt verrückte Farben, es gibt aber auch ganz normal Schwarz, Grau und Silber. Und von dem her ist, glaube ich, für jeden etwas dabei. Ich würde ihn ganz klar, obwohl ich ja ein Blau-Fan bin, ihr wisst es, ich würde ihn in Sun Yellow nehmen. Vor allem, wenn man als Summit dann noch innen drin das Gelb hat, das matcht einfach total gut und ich glaube, so kann man auch wieder gut verkaufen dann. Das kommt einfach richtig gut. Er ist optisch gut, er ist technisch gut, 100 kW reicht für diese Größe auch aus und er ist auch, oder erfüllt vielleicht auch eine Lücke, die es bis jetzt gab. Weil so viele Kompakt-SUVs von der Größe her als Elektro gibt es nicht. Ja. Von dem her nochmal vielen Dank ans Autohaus Hensle, das sie uns zur Verfügung gestellt haben. Geht gerne dorthin, die haben auch ein super Leasing-Angebot gerade da für dieses Auto. Ich kann euch den Preis jetzt nicht nennen, weil es verändert sich ja auch dauernd. Nicht, dass ihr dann enttäuscht seid, aber fragt mal gerne an. Die haben auch noch einige da, die haben auch einen Summit da. Und von dem her war es es. Jetzt ist natürlich noch der Punkt mit dem Preis am Ende, ne? Das ist auch ein wichtiger Punkt. 37 glatt geht's los. So wie jetzt hier steht, ja, kostet er 44.670 und die maximale Konfiguration mit Summit wären bei 45.290. Ich habe schon viele gelesen und gesagt und gehört, die gesagt haben, das ist zu teuer. Jetzt muss man aber eines bedenken, hat auch der Kameramann gerade noch mal gesagt, das ist ja ein Elektro. Und Elektro sind halt einfach derzeit noch teurer. Und ich finde es gar nicht mal so teuer für das, was man hier bekommt. Weil man muss mittlerweile bedenken, so eine Zoe ist auch nicht billig. Ja? Da sind wir auch mittlerweile bei den Preisen. Selbst ein Dacia Spring kostet über 20.000 Euro. Klar, sind wir noch mal einiges von dem weg. Aber für 20.000 mehr habe ich ein SUV, Sitzhöhe, ich habe einen richtigen Jeep, kann auch ein bisschen ins Gelände, habe genügend Platz und habe das wesentlich schönere Design. Von dem her, man muss sich fragen, es ist eine Stange Geld, aber nicht jeder braucht auch Summit. Ja? Das heißt, wer jetzt nicht auf dieses Gelbe im Innenraum steht, ist auch mit einer unteren Ausstattung definitiv gut aufgehoben. Und ihr könnt euch selbst im Konfigurator einfach zusammenstellen, was ist euch wichtig. Jetzt bin ich gespannt, was sagt ihr zu dem Auto? Gefällt es euch erstmal optisch? Das ist ein Punkt. Was sagt ihr zum Preis? Und wäre das was für euch? Oder wartet ihr auf die Allrad-Variante? Und seid ihr gespannt oder wollt ihr, dass wir euch noch den Verbrauch
Verbrenner davon vorstellen. Wann das alles passiert, weiß ich nicht. Aber die Allrad-Variante möchte ich mir auf jeden Fall noch geben lassen. Ich finde ihn cool. Jetzt seid ihr dran. Und eine Sache noch von mir persönlich. Es würde uns tatsächlich riesig freuen, wenn ihr uns abonniert. Ja, dann wachsen wir weiter und könnt euch immer mehr solche schicken Sea Blue Jeeps vorstellen an so einer schönen Location. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Macht's gut.